kalkhaltigen See und gehen zum Wasser runter. Gar nicht so groß ran hier, aber sieht wunderschön aus. Einmal den Sonnenuntergang, da muss ich die mal hier durch fotografieren. Traumhaft. So, hier könnt ihr dann wirklich schön durch die Vordergründe durchfotografieren. Immer schön runtergehen. Da hinten sieht das toll aus, wenn die losfliegen. Hier habe ich einmal schön an der Seite. So, hier einmal durchfotografieren. Die wunderbare kleine Ausschnitte könnt einfach mit dem Handy einfangen. So, sind einmal hierher gefahren, dass ich jetzt hier nicht groß laufen kann. Ich war noch nicht in Altheiligensee, aber es sieht trotzdem sehr schön aus. Dort mit dem ganzen Wasser, dass alles gefroren ist. Schaut mal, ein paar Eindrücke kann ich euch trotzdem zeigen. Einen wunderschönen Sonnenuntergang. So, was sich immer gut macht, sind solche Maschendrahtzäune, da könnt ihr gut durchfotografieren. Immer gleich im Vordergrund dabei einen schönen kleinen Bilderrahmen. Wir haben noch wenig Eis, hier fehlt uns jetzt natürlich schon das Licht, aber es sieht zauberhaft aus. Schaut mal da hinten, oh, traumhaft. Wundervoll. Hier ist auch so schön einmal mit dem Licht. Immer ein wunderbares Motiv hier, die Blütenkapseln. So, hier haben wir jetzt noch gleich ein wenig was Schönes entdeckt. Sieht sehr schön aus mit dem Orange hier. Und hier kann man noch mal schön durchfotografieren. Hier oben, das habe ich noch genutzt. Hier könnt ihr durch fotografieren. Der perfekte Sonnenuntergang ist zwar da hinten, aber hier sieht es auch schön aus. Schaut mal. Immer schön runtergehen, damit ihr immer eine tolle Perspektive habt. Ein bisschen den Schnee mit einbeziehen. Das muss auch gar nicht immer der direkte Sonnenuntergang sein. Sieht auch hier einfach toll aus, gerade mit dem Eis jetzt. Und wieder hoch. Und natürlich, das muss man in Kauf nehmen. Wunderschönes Licht.